Hallo zusammen. Ja, und zwar möchte ich euch heute zeigen in diesem Video, wie ich meine French Nails mache. So sieht's ja aus. Und das möchte ich euch dann zeigen, wie ich die mache. Ja, und wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt doch einfach dran. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Ja, Video. dann, wie ihr sehen könnt, ist diese Seite schon fertig. Hier habe ich jetzt diese drei, ja, freigelassen, also nichts drauf, kein Nagellack, nix. Und an den drei Nägeln möchte ich euch das dann zeigen, wie ich so meine French Nails mache. Ich habe die auch ein bisschen optisch verlängert. Das heißt, ich habe den French ein bisschen breiter gemacht. So sieht der Nagel auch optisch länger aus. Ja. Und bevor ich anfange, nehme ich immer Nagellackentferner. Natürlich acetonfrei. Das ist mir sehr wichtig, dass es acetonfrei ist. Hier haben wir zum Beispiel noch mit Biotin und Arganöl. Ist auch ideal bei brüchigen Nägeln. Das ist von Ebelin. Gibt es bei DM. Ich bin da sehr zufrieden mit. Vor allen Dingen, weil man hier auch so ein Pump-Dings hat. Ja, ich werde dann auch mal anfangen. Den Nagel zu entfetten. Pumpt man zwei, dreimal drauf. Ich mache das mal eben zu, sonst riecht das so. Ja, ich entfette dann einfach die Nägel, damit der Nagellack besser hält. Und man reinigt das ja auch noch zusätzlich. So. Was ich dennoch mache, ich habe hier noch eine Feile, ja, die sieht schon auch, man sieht sehr in Gebrauch aus, aber so sieht's halt nun mal aus, ne? Und ich bin mit dieser Nagelfeile sehr zufrieden. Hier kann man halt die Nägel feilen, der Seite. Und ja, hier ist auch schon ein bisschen kaputt. Das kommt, weil ich die wirklich sehr oft verwende. Und mit dieser Seite, Step 1, Clean, steht hier drauf. Da kann man seinen Nagel hier oben anrauen. Ne? Man raut den Nagel an. So. Einfach so ein bisschen anrauen und dann wieder mit Nagellackentferner abwischen, weil hier ja so Staub drauf kommt von dem Nagel, weil der ja angeraut wird, wie man hier sieht. Ja, die Kamera, da muss ich auch immer drauf achten, dass die auch scharf genug ist, damit man alles sehen kann auch. Ja, also einfach anrauen dann den Nagel. So mache ich das immer. So. Dann kann man noch die Nagelhaut zurückschieben. Hier so ein bisschen. Wenn man hier Nagelhaut hat, kann man das einfach zurückschieben. Welche kneifen das ja auch ab oder so. Aber ja, das kann sich dann auch richtig entzünden.
Ich mache das lieber so. Man kann das auch mit so einem Rosenholzstäbchen machen. Ja, aber hier kann man das auch gut mitmachen. So, das wäre dann schon mal geschafft. Dann nehme ich meinen Tesafilm. So. Und ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Setze das dann hier so drauf. So. Und so. Aber ich glaube, da ist ein Fussel oder so dran. Aber ich denke, der Fussel ist da drunter. Da kann jetzt eigentlich nichts passieren. Ja, wie gesagt, ich klebe das dann hier so auf. Dann nehme ich von Essence diesen Tip Painter Nagelspitzenweiß. Vorher gut schütteln. Das habe ich aber schon gemacht. So. Dann einfach hier so rein. Ich lasse das so ein bisschen vorsichtig hier abtropfen. Fange hier in der Mitte an. So. Ich glaube, das ist doch ein bisschen zu wenig. Und gehe hier einfach so rüber, wie man hier sehen kann. Lieber etwas weniger, als wenn zu viel ist, sage ich mal. Weil wenn zu viel ist, dann sieht es auch nicht mehr schön aus. Zeige euch das gleich noch mal ein bisschen nah bei dem hier. Ja, das lasse ich dann jetzt gut antrocknen. Aber ich denke, ich zeige euch das mal hier so ein bisschen von nah an. Das werde ich jetzt trocknen. Ich habe hier schon Tesafilm drauf. Und man kann das dann hier auch noch zusätzlich festdrücken, damit da auch kein Nagellack drunter läuft unter dem Tesafilm. Und hier auch feste andrücken. Das ist sehr wichtig. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich das ja. Und da ist meine natürliche Länge. Das heißt, optisch habe ich das ein bisschen, ja, den Nagel dann verlängert. Ich denke, so müsste man das sehen können. Also, ich gehe hier rein und fange dann hier in der Mitte an. So. Arbeite mich dann hier so hin und streiche das einfach schön gerade und gleichmäßig auch. Und wenn ihr merkt, da ist zu wenig Farbe, geht ihr einfach noch mal rein und streicht. Ja, dann wie gesagt trocknen lassen oder antrocknen lassen. Es muss auch nicht ganz trocken sein. Dann kann man das nämlich hier vorsichtig abziehen. So. Seht ihr? Und schon sieht es dann so aus. Eine schöne gerade French-Linie. Wenn man jetzt diesen hier verwendet hätte, hätte man das ja natürlich rund gehabt. Aber ich finde halt das schöner.
Optisch ist er auch ein bisschen verlängert. So. Wie gesagt, das muss noch eben kurz trocknen. Wenn man sich vermalt hat oder so, dann kann man auch so einen Nagelkorrekturstift nehmen. Es kann ja auch mal sein, falls unter dem Tesafilm doch ein bisschen Nagellack drunter gelaufen ist und man hat diese schöne gerade oder halbrunde, wie auch immer, Linie nicht, kann man das halt mit diesen hier vorsichtig korrigieren, nachkorrigieren. So müsste dann halt nicht das komplette Weiß wieder abmachen. So, ich denke, das müsste jetzt trocken sein. Diese beiden. Und was ich dann als nächstes mache, ich trage dann diesen Top Coat. Topper steht hier, Glowing in the Dark. Ja, der leuchtet auch im Schwarzlicht. Das ist so ein Nagelaufheller von Essence. Den trage ich dann immer danach dann auf. So. Wie man das aufträgt, ist ja eigentlich bekannt. Ganz normal hier so drüber. So. Das wäre dann der Nagel. Und wie gesagt, wenn denn hier mal, das kann man denn ja noch zusätzlich mit dem Korrekturstift, falls man hier an der Haut. Aber beim durchsichtigen Nagellack finde ich das jetzt auch gar nicht so schlimm. Na, Kamera. So. Hier dann auch. Das muss dann jetzt auch wieder trocknen. Wo das trocknet, denke ich, ich zeige euch einfach mal bei diesem Nagel hier von Essence. Das mit dem ja, French Maniküre. Da hat man dann ja diese Halbrundung. Das möchte ich euch zeigen. Das werde ich hier aufkleben. Auch so ein bisschen optisch verlängern. Hier gut andrücken, hier auch. Man kann ja auch noch zusätzlich hier mit einem spitzen Gegenstand hier vorsichtig andrücken. So. So sieht das dann aus. Und dann auch wieder mit dem weißen Tip Painter von Essence. So. Möchte ich euch einfach dann halt mal zeigen. Ich hoffe, man sieht's. So, und das muss dann auch erstmal Oh, hier sieht trocknen. man das jetzt. Zeige ich euch das mal. So ein bisschen, so eine Halbrundung. Und das ist jetzt mit Tesafilm, wie man sehen kann. So. Ich finde beide schön.
Ja, das mit der Halbrundung finde ich eigentlich auch schön. Kann man aber ja so machen, wie man das möchte. Man kann das gerade machen, halbrund. Welche machen da auch so ein Spitzenmuster auch, so ein Spitzenfrench-Linie, so ein Dreieck in der Art. Ich weiß nicht, was da sonst noch alles so gibt. Ja, das wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Das würde dann so aussehen. Ich habe hier auch noch einen Liebling, ist jetzt aber nicht von Essence, sondern von UMA. Und den kann man dann auch auftragen. Und ich möchte euch das mal einmal zeigen, wie das aussehen würde. So. Muss ich gucken mit der Kamera. Das würde dann halt so aussehen. Ich glaube, so kann man es besser sehen. So ganz leicht Glitzerschimmer. Sieht auch toll aus, ne? Und dann kann man diesen dann noch drüber geben, wenn das jetzt getrocknet ist. Ja, so mache ich dann halt meine French Nails. Ja, so sieht es dann jetzt aus. Ich habe dieses UMA oder UMA, so wie man es ausspricht, halt. Ich sage UMA. Das ist auch ein Nagelaufheller, der auch im Schwarzlicht leuchtet. Und in verschiedenen Lichtverhältnissen draußen und im Schatten und so. Das ist hier auch. Hier sieht man vielleicht jetzt auch so ein bisschen das Lila. Zum Aufhellung. Das sieht aus wie rosa, aber auf dem Nagel ist es halt durchsichtig. Das sind so meine Lieblingsnagellacke, die ich auch sehr oft verwende. Ich trage diesen auch immer als Unterlack auf, wenn ich farbiges Nagellack auftrage, damit der Nagel sich dann nicht verfärbt. Ja. Und hier seht ihr das nochmal. Meine French Nails. Wie gesagt, wenn Nagellack an der Haut ist, das kann man dann ja mit einem Korrekturstift oder Wattestäbchen und ein bisschen Nagellackentferner eintauchen und vorsichtig entfernen. Ja, eingecremt habe ich es jetzt auch. Ja, und so mache ich dann halt meine French Nails. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt auch erstmal bei euch und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.